Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Georgi und heute befinden wir uns auf Fuerteventura. Mitgebracht habe ich mal den Renault Megane aus 2016. Relativ neu, ist jetzt 3 Monate alt und wir gucken uns mal an, was der Gute so auf dem Kasten hat. Viel Spaß! Da wir die Insel ein bisschen erkunden wollten, haben wir uns mal einen Mietwagen ausgeliehen, den Renault Megane, Baujahr 2016. Da gab es ein quasi neues Modell-Refresh von Renault und wir haben hier die 132 PS-Variante mit sonst fast Vollausstattung. Und da wir den Wagen jetzt einiges gefahren sind, wollte ich euch einfach mal zeigen, wie der Wagen so ist, ob er sich mit dem Golf vergleichbar schlägt und ob es sich lohnt, so einen Franzosen zu kaufen. Ich hatte ja bereits erzählt, dass wir die Version mit dem 132 PS Motor haben, wo man auch denkt, dass die für die Stadt wahrscheinlich ideal ist, weil man halt nicht so viel Sprit verbraucht, aber trotzdem noch genug Leistung hat. Leider hat es sich herausgestellt, dass auf den Bergen hier in Fuerteventura diese 132 PS doch nicht sehr ausreichend sind. Also man muss sehr oft sehr weit runterschalten, um dann über die Berge überhaupt noch ordentlich hochzukommen. Und es ist quasi schon so ein bisschen, man fühlt sich halt schon untermotorisiert, obwohl man ja eigentlich genug Leistung haben sollte. Der Motor hat eine Start-Stopp-Automatik, um den Wagen noch so ein bisschen effizienter zu machen, und hat einen Drehmoment von 205 Newtonmeter. Der Wagen ist insgesamt bei 198 km abgeriegelt, ist leider so ein bisschen unter der 200er-Grenze, aber mit dem Wagen will man wahrscheinlich auch trotzdem auch nicht viel schneller fahren. Insgesamt hält sich die Fahrfreude bei dem Motor so ein bisschen in Grenzen und auch die Zeit von 0 auf 100 ist jetzt nicht besonders aufregend. Wir brauchen jetzt ungefähr 10,6 Sekunden von 0 auf 100, ist jetzt auch nichts, was man unbedingt großartig testen muss, weil es einfach zu lange dauert und nicht wirklich viel Spaß macht. Wenn man dann irgendwas Sportliches haben will, dann sollte man wahrscheinlich die Version mit dem 200 PS Motor nehmen. Da wird man dann wahrscheinlich ein bisschen schneller unterwegs sein und so ein bisschen Golf GTI Feeling haben, was dann auch deutlich mehr Fahrspaß vermittelt. Wir haben hier die Version mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe, mit dem Handschalter. Ab den höheren Motorisierungsstufen gibt es dann auch noch ein Doppelkupplungsgetriebe, was man dann wahrscheinlich auch wählen sollte, um ein bisschen mehr Spaß zu haben. Der Wagen hat verschiedene Fahrmodi, zum einen den Eco-Modus, den Sport-Modus, den Komfort-Modus, den neutralen Modus und dann noch einen personalisierbaren Modus, wo man sich selber einstellen kann, wie man das Getriebe, die Lenkung, den Motorsound und alles Mögliche haben will. Insgesamt haben wir jetzt viel den Eco-Modus gefahren, um einfach mal so ein bisschen Sprit zu ersparen. Muss aber sagen, dass man mit dem Eco-Modus auch wirklich kaum die Berge hochkommt, also da muss man wirklich am Kämpfen und in den Kurven liegt man auch sehr schlecht. Wir haben dann irgendwann mal auf den eigenen personalisierbaren oder auf den Sportmodus gewechselt. Da ist der Motor von der Drehzahl dann deutlich sportlicher unterwegs. Man kommt die Berge ein bisschen besser hoch und die Kurven kann man auch deutlich besser nehmen, da die Lenkung so ein bisschen direkter wird. Insgesamt würde ich in der Stadt, denke ich, den Eco-Modus empfehlen. Ich denke, da reicht er wahrscheinlich auch vollkommen aus. Aber sobald man so ein bisschen ländlich unterwegs ist, wo man vielleicht auch ab und zu mal am Berg fahren muss, dann muss man eigentlich schon fast den Sportmodus wählen, weil man sonst einfach die Berge nicht mehr angenehm hochkommt. Der Innenraum des Renault Megane wirkt sehr ansprechend, insgesamt sehr schön designt. Man hat viele coole Features, wie zum Beispiel ein Ambilight, was dann so ein bisschen abends die Fahrerkabine beleuchtet. Man hat ein sehr großes Display in der Mitte, man hat eine sehr schöne Mittelkonsole, die man auch gut verstellen kann. Die Tachoeinheit ist auch individualisierbar und insgesamt hat man sehr viele Features. Zusätzlich hat man noch 2 USB-Ladeports, die dürfen natürlich heutzutage auch nicht mehr fehlen, weil jeder mit dem Smartphone unterwegs ist, und noch einen Klinkenstecker, der sehr gut erreichbar ist. Persönlich hatte ich mit meinem iPhone relativ viele Probleme, die Musik hier ins Auto zu bringen. Ich habe es erstmal über USB versucht, dann die Medienwiedergabe zu nutzen. Dann habe ich es über Bluetooth versucht, das hat auch nicht geklappt. Und insgesamt muss ich dann auf Klinke umsteigen. Ist eigentlich ziemlich schade, aber es lag daran, dass bei mir, dass ich ja Spotify benutze und er quasi nur die Medien vom iPhone selber, also von Apple Music erkennt. Das heißt, jemand, der Spotify hat, der muss hier leider immer ein Kabel benutzen, was ziemlich scheiße ist. Und ich verstehe auch nicht, warum das so schlecht gelöst ist, wenn ich ehrlich bin. Bei dem verbauten Navi ist uns aufgefallen, dass die Karten leider nicht ganz aktuell sind. Ich meine, der Wagen ist jetzt ungefähr 3 Monate alt und wenn man dann schon Karten hat, die halt nicht mehr ganz up-to-date sind, ist natürlich ein bisschen schade. Also ich denke, da könnte Renault wahrscheinlich ein bisschen bessere Arbeit leisten. Die Klimaanlage macht zwar relativ gute Arbeit bei der Hitze,
Allerdings ist die Steuerung über den Display relativ umständlich und gerade wenn man als Fahrer dann allein unterwegs ist, lenkt es doch schon sehr vom Fahren ab. Also man kann hier zwar über das Rädchen die Temperatur einstellen, aber so die Intensität von der Lüftung, die muss man leider über das Display steuern und da muss man auch erst 2-3 Mal drücken, bis man dann zu diesem Menüpunkt kommt, was halt nicht wirklich sehr intuitiv und sehr gut gelöst ist, finde ich. Das Außendesign des Wagens ist sehr gut gelungen. Die Front schaut sehr ansprechend aus. Durch die großen LED-Elemente ist auch sehr gut wiedererkennbar, auch bei Nacht. Und hinten wurden auch LED-Lichter verbaut, sodass man auch sehr schön langgezogene Linien hat durch diese LED-Streifen. Insgesamt hat Renault da echt sehr schöne Arbeit geleistet und ich finde den Wagen eigentlich von außen sehr schön. Vorne haben wir auf jeden Fall zu zweit hier mehr als genug Platz. Die Sitze sind leider so semi-okay. Es ist jetzt nichts Besonderes, sie sind okay, sind halbwegs komfortabel, aber man könnte sich so ein bisschen mehr erhoffen von einem neuen Auto. Hinten ist der Platz schon deutlich geringer. Ich denke, man kann da schon auch mal 2 bis 3 Personen mitnehmen, aber die werden dann schon doch sehr eng sitzen. Insgesamt würde ich es eher so als Notsitze oder Kindersitze bezeichnen. Das soll jetzt nicht heißen, dass hinten die Sitze sehr, sehr klein sind, aber ich denke, für Langstreckenfahrten mit großen Personen, so ab 1,80, 1,85, sind die Sitze hinten leider doch so ein bisschen zu klein und man hat auch zu wenig Sitzabstand zum Vordermann, wenn halt auch eine große Person vorne sitzt, so wie ich zum Beispiel. Der Kofferraum ist jetzt nicht besonders groß, man kriegt so mit Ach und Krach 2 Koffer rein, aber dadurch, dass man die Sitzbänke dann auch noch umklappen kann, hat man eigentlich auch genug Platz, um auch mal ein bisschen mehr zu verstauen. Wir haben in unserem Fall jetzt einfach 2 Surfbretter unterbringen können, also man muss da einfach die Sachen umklappen und dann sich mit dem Platz ein bisschen arrangieren und dann passt das auch schon. Die Straßenlage des Wagens ist eigentlich auf normalen Straßen relativ komfortabel. Ist jetzt nicht überkomfortabel wie von so einer E-Klasse oder sowas, aber es ist auf jeden Fall okay. Auf unebenen Straßen merkt man da schon, dass die Federung irgendwie sehr zu wünschen übrig lässt und alles fängt so ein bisschen an zu wackeln, zu knarzen, Geräusche zu machen. Hinten die Kofferraumabdeckung fängt dann in jeder Kurve an, also auch auf normalen Straßen an zu knatschen, was halt echt schon so ein bisschen störend ist. Wir haben jetzt hier in dem Fall auch schon gemerkt, dass auch schon bei normalen Huppeln quasi die Federung richtig schön Geräusche von sich gibt, was schon eigentlich eher wie bei einem älteren Wagen ist. Wir wissen jetzt leider nicht, ob das jetzt von dem Mietwagen der Fall ist, weil die Leute vielleicht zu sehr über Schotter geballert sind oder ob das einfach der Fall ist generell von Renault, dass sie da schlechtes Materialien verbauen. Aber kann man halt schlecht beurteilen, aber wenn man mit einem Wagen mit 12.000 Kilometern schon solche Geräusche hat, dann spricht das auf jeden Fall nicht für langanhaltende Qualität, die dann über Jahre hinweg hält. Der Wagen hat mehrere Fahrassistenzsysteme, die mehr oder weniger gut sind. Also wir haben jetzt hier zum einen den Lane-Assistenten. Wenn man mal so ein bisschen links fährt, dann hört man das auch. Dieses Knacken, da warnt einem quasi, dass man aus der Spur ausbricht. Ist zwar ganz cool auf Langstrecke vielleicht, aber hier auf so einer kurvigen Insel stört es eigentlich nur, weil es halt ständig irgendwie mal der Fall ist, dass man über einen Streifen quasi fährt und so vernervt es eigentlich eher, als dass es supportet. Der Fernlichtassistent, der ist auch ziemlich cool. Der schaltet quasi automatisch das Fernlicht ab und an, je nachdem, ob halt Gegenverkehr kommt oder nicht. Leider funktioniert die Erkennung jetzt leider nicht perfekt. Also wir haben auch schon gemerkt, wir sind gestern über eine Landstraße gefahren, dass er dann zum Beispiel das Fernlicht einfach gar nicht anschaltet, obwohl wir halt nichts vor uns haben. Dann hätte man halt gerne mal mehr Licht gehabt, aber hätte man erstmal in die Einstellung gehen müssen, das wieder ausschalten müssen, dann haben wir es einfach gelassen und sind langsamer gefahren. Sowas ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man möchte einfach Fernlicht haben in dem Moment und kann es aber nicht einfach umstellen. Der Wagen verfügt auch über eine Verkehrszeichenerkennung. Die funktioniert eigentlich ganz gut, aber manchmal an so Baustellen, da hat er die Verkehrszeichen nicht komplett erkannt. Also manchmal, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben ist, dann checkt er das nicht so ganz. Und manchmal, wenn halt eine eingeführt ist, auch nicht. Aber auf der Autobahn und auf fest installierten Verkehrszeichen, da checkt er das eigentlich immer sehr gut. Und es ist eigentlich auch ganz hilfreich, wenn man nicht weiß, wie schnell man jetzt eigentlich fahren darf, weil man gerade mit was anderem beschäftigt war. Der Tempomat des Wagens funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings hat er an Bergen so ein bisschen Probleme. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Schaltgetriebe zusammen, weil man halt theoretisch manuell runterschalten müsste. Dann ist aber wiederum die Folge, dass der Tempomat kurz ausgeht und man erst wieder anschalten müsste. Das ist so ein bisschen nervig und nicht gerade auf so Langstrecken, wo man hier auch mal mit Bergen zu tun hat, könnte das besser gelöst sein, denke ich. So, dies ist der Punkt, wo wir jetzt eigentlich mal zum Soundcheck des Wagens kommen würden. Allerdings kann man das bei dem Wagen eigentlich vergessen, weil der Sound ist einfach Müll, muss man mal so sagen. Wir haben jetzt schon den Sportmodus und diesen sportlichen Motorklang quasi extra eingestellt, aber man hört halt einfach überhaupt nichts. Also es ist halt nicht dafür gedacht, dass man hier mit sportlich fährt. Das hat auch kein sportliches, vermittelt halt überhaupt kein sportliches Gefühl. Also das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ich meine, der Scirocco ist schon nicht sehr laut, aber dieses Auto hier ist einfach nur leise, egal ob sportlich oder nicht. Also da braucht man auch keinen Soundcheck machen. Da muss man sich keine Illusion machen, man kauft halt einfach kein sportliches Auto.
Der Wagen hat als Feature auch Keyless Go, was eigentlich ziemlich cool ist, weil man muss halt wirklich nicht mehr den Schlüssel rausholen, kann einfach zum Auto laufen, die Tür aufmachen und einsteigen und losfahren. Oder wenn man halt vom Auto sich entfernt, dann verriegelt der Wagen sich automatisch. Also man hat halt wirklich sehr viel Komfort. Natürlich ist das alles ein bisschen mit Sicherheitsmängeln verbunden, weil ich meine, wir haben alle darüber gelesen, dass diese Dinge halt sehr leicht geknackt oder halt die Signale verstärkt werden können, sodass die Leute dann damit wegfahren. Also das kann natürlich auch einiges an Problemen verursachen, kommt halt immer darauf an, wo man wohnt und wie weit das Auto dann halt auch von der eigentlichen Wohnung wegsteht und wie anfällig so ein Auto halt für Diebstähle ist. Also ich meine, wenn man jetzt einen teuren Audi oder so hat oder einen Tiguan oder sonstiges, dann ist man wahrscheinlich deutlich anfälliger als hier in so einem Renault Megane. Ein negativer Punkt, der uns noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist so diese ganzen Bedienelemente am Lenkrad. Die wirken halt relativ einfach zu verstehen. Also man hat hier so Plus und Minus links und so Pfeil nach oben und unten rechts. Und man denkt natürlich, dass Plus und Minus vielleicht so für die Lautstärke ist oder der Pfeil nach oben und unten. Aber das ist halt alles nicht der Fall. Hier hinter dem Lenkrad ist nochmal so was versteckt, womit man dann halt tatsächlich die Lautstärke bedienen kann. Und diese Sachen hier sind einfach nur für die für den Tempomat zum Beispiel zum Einstellen. Also insgesamt ist das alles ein bisschen unübersichtlich. Beziehungsweise man muss halt erstmal so ein bisschen rumprobieren, was eigentlich was ist. Und also wirklich intuitiv ist es halt leider nicht. Und es kann auch sein, dass man vielleicht einmal die Klimaanlage steuern kann. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht rausgefunden. Vielleicht geht es. Aber das könnten sie vielleicht auch einfach besser lösen, wenn es dann halt wirklich gehen würde. Beim Einparken hatten wir mit dem Auto noch so ein anderes Problem, und zwar den Parkassistenten. Also man hat zumal, oder wir haben zumindest, nur hinten die Sensoren gehabt, was ja schon mal an sich nicht schlecht ist. Allerdings war der Ton relativ komisch oder halt nicht gut wahrnehmbar. Und die haben auch erst sehr spät ausgeschlagen, aber dann stand man halt wirklich schon sehr, sehr nah an dem Auto dran. Vorher hat man überhaupt nichts wirklich gehört. Also da muss man wahrscheinlich so ein bisschen Einstellungsveränderung vorhehmen oder halt einfach sehr vorsichtig sich rantasten. Also der Parkassistent in meinem Scirocco ist da deutlich genauer gefühlt und man kann viel besser ranfahren, weil man halt weiß wirklich, wie viel Platz man noch hat. Hier war das eher so ein Aha-Erlebnis, dass wir schon wirklich so nah an dem Auto standen, obwohl der Parkassistent noch gar nichts angezeigt hatte eigentlich. Kommen wir nun mal zum Fazit. Dank der ähnlichen Preisgestaltung wie beim Golf muss man den Renault Megane ja leider mit dem Golf vergleichen. Und hier schneidet er leider ein bisschen schlechter ab. Man muss sagen, man merkt so ein paar Kleinigkeiten, wo die Verarbeitungsqualität nicht ganz stimmt. Bei unserem Modell quietscht es auch schon ziemlich stark hinten. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass der Schaltknopf so leicht quietscht. Also man merkt schon, dass die Verarbeitung nicht so ganz on point ist. Wir haben jetzt mit dem Wagen hier ungefähr 6,7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Werksangabe ist 5,5 Liter, ist ein bisschen höher. Ich meine, wir haben jetzt auch hier hügelige Landschaft und sind auch ein bisschen sportlicher unterwegs gewesen. Insgesamt ist der Platz ausreichend für 2 bis 3 Personen, würde ich sagen. Man kann auch mal gut was transportieren, wie das Surfboard, was wir in unserem Fall gemacht haben. Aber es ist jetzt kein Riesenkombi, wo man super viel reinschmeißen kann. Die Agilität und die Motorleistung bei dem Wagen war jetzt eher so ein bisschen zweitrangig. Man kommt ganz gut durch die Kurven, wenn man auf Sport schaltet. Aber im normalen Eco-Modus kann man es eigentlich ziemlich vergessen. Also man muss schon eigentlich immer im Sportmodus fahren, damit man auch ein bisschen Fahrspaß mit dem Wagen hat. Ist aber natürlich wahrscheinlich auch eher für die Stadt gedacht und da wird es vollkommen ausreichen. Der Sound des Wagens ist jetzt nicht besonders toll. Also selbst wenn man den Motor auf Sport einstellt, dann hat man eigentlich trotzdem nicht viel Geräuschkulisse. Von außen hört man auch nichts. Also man muss sich da keine Gedanken und Illusionen machen, dass es hier überhaupt ein sportlicher Wagen ist. Da muss man wahrscheinlich schon zu den höheren Motorleistungen greifen oder Motorisierungen greifen und kann da ein bisschen mehr Sportfeeling auch rüberbringen. Insgesamt würde ich sagen, dass wenn man die Wahl zwischen einem Megane und einem Golf hat, dann würde ich persönlich eher zum Golf tendieren. Da ist wahrscheinlich die Verarbeitung doch noch mal ein Stückchen besser. Und auch wenn der Franzose hier viel zu bieten hat, viele Extras hat, sehr schön ausschaut, persönlich würde ich den Golf nehmen, weil ich kriege ihn auch immer wieder besser verkauft in Deutschland. Ich meine, wir sind einfach das Land des Golfs quasi. Und das Einzige, was der Megane noch quasi zum Aufwiegen hat, sind die 5 Jahre Garantie, die Renault ab Werk mitgibt. Aber sonst bei ähnlicher Preisgestaltung, wenn man keinen großen Rabatt kriegt, dann würde ich persönlich den Golf empfehlen. So, das war's auch schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen zu dem Auto habt, dann schreibt diese in die Kommentare, dann werde ich die auf jeden Fall beantworten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao! So, das war's auch schon von dem Video. Falls ihr noch Fragen zu dem Regal habt, dann schreibt die mal in die Kommentare, dann wird IKEA die beantworten. Okay.